und am Schluss des Zuges der Großvater und die Katze. Der Großvater schüttelte den Kopf. Ich glaub's nicht. Also, was hätte alles passieren können, wenn der Peter den Wolf nicht gefangen hätte? Ha! Ich hab's gleich gesagt. Der kleine Vogel und zwitscherte: Wie tapfer wir waren! Und seht nur, wen wir zwei gefangen haben! Und wenn man ganz genau hinhorcht, kann man die Ente im Bauch des Wolfes quaken hören. Denn der Wolf hatte sie in seiner Gier lebendig hinuntergeschlungen.